In den 1920er Jahren war der Pier von Sapphire Bay Schauplatz einer Sammlung von Karussellen, Holzachterbahnen und Gruselkabinetten, die in einer Reihe von tragischen Bränden zerstört wurden. Ah, das ist eine sehr interessante Information. Vielen Dank, lieber Erzähler. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Man Eater hier bei mir auf dem Kanal. Und gestern ist leider die Folge ausgefallen. Das tut mir sehr, sehr leid. Ja, ich habe es einfach nicht geschafft. Ich hatte ein bisschen zu tun. Und deswegen kommt sie dann heute, die Folge, ne? So, die Frage ist, was wir heute jetzt da so machen. Wir haben ja noch ein paar Fragezeichen, die haben wir letztes Mal nicht lösen können, die Fragezeichen. Vielleicht geht es jetzt nach dem Neustart von dem Spiel, ich weiß es nicht. Ansonsten müssen wir halt Menschen fressen und unser Niedertrachtrang erhöhen. Weiß ich nicht. Vielleicht kommen wir irgendwie nochmal ins nächste Gebiet. Das wäre natürlich auch schön. Sieht ja aus, 82%, 76%, 62%, 40%. Sapphire Bay ist natürlich noch nicht ganz abgearbeitet. Ich denke mal, wir werden, wenn wir alle so auf 80, 60, 60, 80% haben, dann kommen wir mal so weiter ins nächste Gebiet. Oh, ich habe die Musik jetzt noch an hier, warte. Da ist schon wieder alles verstellt. Hier wieder alles aufgedreht, das ist ein Witz. So, lassen wir es mal. Ich schneide ja Musik meistens dahinter. Und das ist dann blöd, wenn die Musik doppelt ist. Das mag ich dann auch nicht. So, wir waren gerade dabei zu gucken, was zu tun ist heute. Wir können nochmal ganz kurz zu den Fragezeichen schwimmen. Das geht. Das machen wir mal kurz. So wie Zeit muss sein. Und dann schauen wir mal, was uns noch so erwartet heute. An unserem Hammerhai. Das ist ja der Hammerhai. Nee, das gönnen wir uns jetzt nicht. So ein Hammerhai, das ist ja Blödsinn. Okay, vielleicht doch. Aber ich wollte mal die Elektroflosse angucken eigentlich. Aber ich bin mal im Moment gerade ganz zufrieden mit dem Knochenteil, weil wir dann zum Panzer quasi ausrüsten können. Und da lässt sich ein bisschen tanken. Das finde ich eigentlich ganz gut. Der Knochengerät. Der Knochenflosse, der Knochenkörper. Weiß ich nicht. Was gibt's denn hier noch nicht entdeckt? Okay, da ist unsere Quest immer noch Kämpfe gegen Scaly Pete. Bleibt das jetzt da drauf? Ist das, sind wir schon so weit oder was? Ich weiß es nicht. Ich höre auf jeden Fall irgendwas hier. Da, 66 Meter, da ist was. Da ist ein Nährstoffspeicher. Dann müssen wir da runter. Das ist das, das Fragezeichen gewesen. Da, 92 Meter. Die Frage ist, wie wir da hinkommen, gell? Dann ist da wieder so eine Art Eingang, 128 Meter in die Richtung. Da, das ist das Fragezeichen gewesen. Das ist natürlich auch gleich markiert, das ist sehr gut, Spiel. Ich frage, wie man da reinkommt. Da ist bestimmt irgendwo so ein Gitter oder ein Eingang, ein Rohr. Irgendwas. Irgendwas muss da sein. Muss da sein. Aber ich habe keine Lust, die ganze Zeit jetzt nach Nährstoffspeichern zu suchen. Schon noch ein bisschen questen, ehrlich gesagt. Um einfach weiterzukommen, vielleicht ins nächste Gebiet. Ja, auch nicht. Das, So. Lieber Hammerhai, du solltest vielleicht uns nicht angreifen. Das ist ein Tierreich, dass sie dem. Hab ich gerade einen Strahl gesehen? Ein Laserstrahl? Nee. Ja, keine Ahnung, wie man jetzt an den Dings drankommt. An diesen Nährstoffspeicher. Ein Laserhai. Ein weißer Hai, wie lustig. Ah, guck mal, da ist so ein Rohrsystem. Ich habe da so eine Vermutung. Ne, das ist zu, das Rohrsystem. Aber wir können mal an dem Rohrsystem entlang schwimmen. Könnte sein, dass wir da hinkommen dann zu dem Nährstoffspeicher.
Aber mehr würde ich dann auch nicht probieren, ehrlich gesagt. Das kann man alles im Stream machen. Wie gesagt, ich habe nochmal so einen Stream vor, wo wir diese ganzen Regionen dann auf 100% bringen. Und vielleicht werden es auch zwei Streams. Es kommt ja jetzt so nicht drauf an, ob man jetzt einen Nährstoffspeicher jetzt hier im Let's Play mehr sammelt oder weniger. Bin die kleine Robbe. Ja, Mann. Gut, ja, ich weiß nicht. Da muss irgendwie muss man da dran kommen, ganz klar. Irgendwie kommt man da dran. Aber das soll jetzt nicht unsere Aufgabe sein für heute. Wir können uns den zweiten nochmal angucken, den zweiten Fragezeichen. Das wird dann ein Dollar Deutsch. 190.000 Meter. Schwimmen wir noch ganz kurz dahin. Zu den zweiten Fragezeichen. Aber komischerweise haben wir letztes Mal das nicht gesehen. Ne? Aber da ist auch wieder ein Nährstoffspeicher, oder? Ja, es sieht aus wie ein Nährstoffspeicher. Letztes Mal haben wir das aber nicht gesehen. Also, ich könnte ja gerne die letzte Folge angucken, wer es noch nicht gemacht hat. Gerne mal da reingucken, die letzte Folge. Aber auf jeden Fall hat man das da nicht gesehen. Wieder 66 Meter hoch. Oh, da. Hier ist ein Eingang. Oh, ein Eingang. Yes. Kurz vor Level 20. Die Bereitschaft der Haie, das Meer von verschiedensten Abfällen zu befreien, ist eine ihrer wertvollsten Funktionen. Ja. Ja, das sind ja die Müllschlucker der Meere, hat man gelernt. In irgendeiner Folge. Müsst ihr euch mal durchspulen. Ich habe die ja so genannt, Milchschluck oder Meere oder sowas. Ja. Dann lass uns doch mal ein paar Menschen fressen heute aber auch. Oder? Oder egal. Oder wir gucken mal kurz hier nach dem. Ich glaube, das war ein Boot, ne? Naja, stimmt, das war auf so einem hohen Boot drauf. Ich weiß nicht, wie ich da dran kommen soll. Das weiß ich nicht. Hier, komm ans Licht. Frisst 12 Menschen. Frisst 15 Menschen. Frisst 10 Menschen. Dann machen wir erstmal die Menschen. Wir sind halt Menschenfresser. Aber wir versuchen auf jeden Fall die Menschen zu fressen, ohne dass der nächste Encounter kommt, also der nächste Jäger. Weil ich erstmal nochmal ein Level hätte gerne machen wollen. Weil ich weiß nicht, wer als nächstes kommt. Und ob der schwer ist. Oder wie oder was. Also ein, zwei Level würde ich schon noch gerne draufpacken, bevor der nächste kommt. Und wir gehen mal schnell über Land. Hallo. Na Mensch. Ja, ich bin öfters hier. Hui. So, hinterher 400 Meter, da ist eine Schildkröte. Das sind ganz schön große Schildkröten, meine Güte. Im 18. Jahrhundert waren Turtle Frolics in den USA beliebte Versammlungen, bei denen die Gäste was ist denn mit dir? Einen Kopf aßen und die Einführung der Sklaverei zerstörten. Was ist denn mit dem Vieh los, Alter? Dass die nicht lernen, dass man größere Tiere nicht angreift, oder? Verstehe ich nicht. Wie soll ich denn da bitte die ganzen Menschen fressen? Soll ich da erstmal hinkommen? Map. Das wird ja auch ein bisschen drumherum schwimmen. Ja, das machen wir schnell. Wir schwimmen hier ganz hart drumherum. Da kann man doch mal eine Schildkröte essen unterwegs. Finde ich gut. Ich habe wohl gelesen, dass man Scaly Pete soll man, also man soll mindestens Niedertracht Rang 6 haben, habe ich gelesen. Das Scaly Pete. Und dann soll man unbedingt aber auch hier diese ganzen Knochen, diese Ausrüstung komplett hoch durchgelevelt haben. Das wäre ganz gut. Wohl. Stand irgendwo in einer einschlägigen Online-Zeitschrift. Weiß ich nicht. Ja. Wird wahrscheinlich sinnig sein. Das zu machen. Erstmal alles durchzuleveln und sich ordentlich auszurüsten. Bevor man solche großen Gegner angeht. Macht generell immer Sinn. So, da sind jetzt die Menschen, die wir fressen müssen. Das ist gut. Die schwimmen jetzt schon im Wasser hier. Das ist sehr gut. So, noch 12, noch 6, noch 8 Menschen noch natürlich. Haifischprämien wurden hier regelmäßig ausgesetzt. Nachdem sich so, jetzt haben wir natürlich gesucht. Früheren Bürgermeisters Haifischbeschwörer aus Fidschi einzustellen, als weitgehend ineffektiv erwiesen hatte. Voll blöd, weil die Menschen, die Jäger zählen jetzt hier nicht. Level 21 erreicht, sehr gut. Gucken wir uns gleich mal an, was wir dafür gekriegt haben. Abgeschlossen. So, weg, weiter geht's. Nix. Jetzt haben sie es da automatisiert. Die
Ich sag euch, ja. Es macht viel weniger Spaß, mit diesem Computer zu trinken. Oh, Skater Peter hat so eine schöne Geschichte erzählt, aber ich konnte es leider nicht zuhören gerade. So, wir verpissen uns natürlich, weil wenn ich jetzt wieder gegen die Jäger kämpfe, das ist auch nichts für euch. Nährstoffspeicher, ja. Yeah. Proteinspeicher wie dieser sind ein praktischer und schmackhafter Weg für Haie, ihre Eiweißzufuhr zu erhöhen. Eiweißzufuhr finde ich gut, generell. So, dann müssen wir auf die andere Seite schwimmen. Da gibt es auch nochmal Menschen. Wir sind heute die Menschenfresser. Das ist eine gute Sache, denke ich mal. Die Suche ist gleich vorbei. Port Clovis ist der Jagd überdrüssig. Okay. Und der Kampf mit dem Haiweibchen wird fürs Erste vertagt. Oh, hier noch eine Königsmakrele für den Weg. Ich meine, wir könnten die ausschalten, die Jäger. Das ist nicht so das Problem. Aber das hört ja nicht auf. Das ist ja ein Dauerkampf dann. Das ist ja wie bei GTA, mit den, wenn du Polizisten angreifst. So, da irgendwo in irgendeinem Bericht haben sie es auch verglichen mit GTA, das Unterwasser-GTA. Stimmt also ein bisschen stimmt schon. Nur GTA hat natürlich mega viel mehr Content. Ich hoffe, die Entwickler schieben da auf jeden Fall noch was nach, questenmäßig und so. Weil es macht echt Spaß. Aber das Quest-Design, da muss halt noch ein bisschen gemacht werden. Aber ich denke mal schon. Aber ich weiß, die Idee ist mega gut, finde ich, von dem Spiel an sich. Ah, hier, alles Questmenschen. So, da holen wir uns den einen da noch. Wir werden mal kurz bevor die Bedrohung zu hart wird, werden wir mal aufhören. Ja, wie jetzt. Wir machen heute mal Stealth-Menschen fressen. Richtig gut. Richtig nice. So, warten wir mal kurz. Ne, geht nicht weg. Warum nicht? Ich dachte, die Bedrohung geht dann noch weg. Ne, geht nicht weg. Na gut, dann holen wir uns die paar Menschen noch. 15. Auch nicht gerade wenig. Oder mal mehr so. Unsere Haifischjäger werden nicht aufgeben, ihr Opfer zu suchen. Zumindest, bis sich die Lage beruhigt hat. Oder ihnen der Fusel ausgeht. Ja, wohl eher, die saufen doch alle. So, noch 5 Menschen, die schwimmen natürlich im Wasser, das ist sehr gut. So, noch 3. So, der hat einen Sonnenbrand. Abgeschlossen, Rache. Aber wie ihr wisst, sind sie 2007 ausgestorben. So, dann tun wir mal unser Level wieder senken. Sehr gut, sehr gut. Bin begeistert. So, schmeppe die Map. Wir haben jetzt hier oben nochmal eine Menschenfress-Quest. Die Frage ist, wann das nächste Gebiet freigeschaltet wird. Ich habe keine Hauptquest mehr in dem Gebiet. Ich muss mal wirklich die 3 Menschenquests ausmachen. Aber das werden wir jetzt rausfinden. Aber ich würde schon gerne das nächste Gebiet freischalten, um einfach weiterzukommen. Und dann haben wir alle Möglichkeiten quasi, in alle Gebiete vorzudringen. Der Kampf ist vorbei. Aber der Kampf Krieg geht weiter. Der Krieg geht weiter, mein Freund, auf jeden Fall. Wir werden alle Menschen fressen. Alle. Und dann sind wir die Haie. So, 200 Meter in die Richtung. Das schaffen wir, denke ich mal. Oh, hier sind überall Menschen. Da ist unsere Quest. Boah, das ist ja wild. Ah, da kann man gerne mal das Rausspringen üben. Das ist ganz gut, weil ich komme da nicht so richtig damit zurecht. Oh, da oben ist noch so ein Ding. Ob ich da dran komme? Oh, ich muss niesen.
Ah, muss ich mal niesen. Sorry, es tut mir leid. So, jetzt geht's weiter. Hol uns mal noch den einen Menschen da. Yes. Woo. So, Barracuda, der interessiert uns nicht. Wir brauchen Menschen. Wer hat wie... Oh, privates Projekt ansehen. Machen wir gleich. Wir wollen jetzt aber kurz die Quest sehen. Nee, ich will doch... Ich will kein Projekt. Ich will meine Quest zu Ende machen. Meine Menschenquest. Menschenfressquest. Spiel. Da. Zum Abschluss der erfolgreichen Haifischjagd wird traditionell mit billigem Zimtwhisky und großen Mengen Pseudoephedrin gefeiert. Pseudoephedrin. Ja, Mann, da werden alle verarscht. Unwahrscheinlich sarkastisch. Oh, 5 von 10. Oh, ich will hier hoch. Sieben von zehn. So, Sapa Bay, 50%. Gutes Ding ans Wasser. Der Trawler wedelte mit seinem Jagdgewehr und schrie mich an, schneller zu segeln. Das sind jetzt Geschichten von dem. Was ich gut finde, ist, dass hier alles auf Deutsch übersetzt wurde. Privates Projekt, sieh dir Pete's aktuelles Vorhaben an. Ah, wir müssen zu Pete. Na klar. Das machen wir. Kämpf gegen Skinny Pete. Yeah, a breeze would be nice. Aber wir haben jetzt natürlich zuerst unsere Quest abgeschlossen. Oh, hier ist noch eine Landmarke. Und da ist auch noch eine Landmarke. Oh, die holen wir uns dann. Hier müssen wir kurz hin zu Skinny Pete. Landmarke Skinny Pete. Kurz zu Skinny Pete. Würde ich sagen. Die Landmarke können wir uns auch noch holen. Die können wir uns dann am Stream holen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ich denke mal, jetzt schalten wir das nächste Gebiet frei damit. Und das war jetzt, was ich halt die erreichen wollte. Vorbei. Und bei Flamingo Joe's wird es zweifelsohne in der Kasse klingeln. So, da kommt jetzt bestimmt eine Sequenz. Bei Einbruch der Dämmerung ist Pete überraschend entspannt. Das ist eine gefährliche Arbeit. Nichts Neues für mich. Aber ihr wollt was Gefährliches sehen? Seht mal da. Das ist PT-522. Mein Vater hat das von Guadalcanal. Er war bei der Marine im Pazifikkrieg. Das Boot fuhr mit 16 Mann aus und kam am Tag darauf mit 3 zurück. Er hat all das überlebt, nur um hier im Golf zu sterben. Was ist mit ihm? Der Junge mag es nicht, wenn ich das sage. Aber mein Vater, sein Opa, wurde von einem Megahai getötet. Tut mir leid. Ein prähistorischer Fisch, der vor 2,6 Millionen Jahren ausgestorben ist. Hab's gesehen. Du warst ein Kind. Entdecken Sie nicht die ganze Zeit neue Tiere? Irgendwie, naja, nicht wirklich. Oft sind es nur Artenverbesserungen mit anderen Namen. Und auch sowas wie falsch geschriebene... Junge, ich sage nur, dass es Dinge im Wasser gibt, die nicht in deinem Lehrbuch stehen. Bleib dran. Vielleicht lernst du diesen Sommer etwas. Wie auch immer. Der Ozean ist weit. Und ein Großteil wurde von der Menschheit immer noch nicht erforscht. Vielleicht sollte Kyle das fiebrige Geschwafel seines Vaters nicht so schnell abtun. Ja. Das stimmt. Skady Pete ist in der Nähe. Oh mein Gott.
fordere Pete und Kyle heraus. Oh, what the heck? Ich wollte mal ganz kurz auf diesen lustigen Sequenz reagieren. Ja, geil, eigentlich. Ja, richtig krass eigentlich. Und der hat recht. Kyle hat, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Der Kyle hat recht. Er hat auf jeden Fall recht. Der Kyle, es gibt im Meer gibt es Dinge, von denen er nichts weiß. Das stimmt. Wollen wir das noch schnell machen, jetzt den Pete angreifen, oder machen wir das in der nächsten Folge? Hm? Wie machen wir das? Ich denke mal, wir machen das am besten in der nächsten Folge. Es tut mir leid für diesen Cliffhanger, aber man muss ja auch das ein bisschen interessant halten, das Spiel oder beziehungsweise das Let's Play. Und aus diesem Grund treffen wir uns dann hier genau an derselben Stelle in der nächsten Folge wieder und dann greifen wir Scaly Pete an und da bin ich gespannt, was der mit uns macht. Ich denke mal, wir werden vielleicht eventuell sterben. Mal sehen. Ja, gut. Dann in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen.